Zu Hause packen wir dich in eine warme Decke und danach kriegst du kalte Kompressen. Die kosten 8 Dollar das Pfund, Freundchen. 8 Dollar das Pfund. Mal sagen wir 5 Pfund, das macht... wie viel Pfund sind eine Gallone? Nein, das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Es sei denn... Ich sage euch, ich bin ein Finanzgenie. Ich habe für 8 Dollar einen Hummer gekauft, messte ihn zu einem 80-Dollar-Hummer und verputze den Gewinn. Hummer brauchen aber Salzwasser. Das habe ich alles schon bedacht. So. Dad, die Fische! Ich bin noch bei der Feinabstimmung, mein Sohn. Ja. Oh, oh. Aha. Perfekt. Ach, Homi, du machst uns Frühstück. Nichts ist gut genug für mein Ein und Alles. Friss, friss, du bestehst ja nur aus Panzer und Knochen. Na schön. Zusammen wiegen wir 300 Pfund. In meinem Führerschein steht, dass ich 140 Pfund wiege. Demnach wiegst du? Oh, 160 Pfund. Du Nachricht, mein köstlicher Freund. Du wirst ein Freilaufhummer. Komm schon, mein Guter, jetzt friss. Das macht einen kräftigen, breiten Brustkorb. Was fällt dir ein? Du stinkst hier! Oh, seht nur, wie er sich duckt. Ha, genau wie mein Sohn. Ich kann so einem hilflosen kleinen Säugetier nicht böse sein. Na warte, das werde ich dir heimzahlen, du Spitzbube. Das hast du nun davon. Oh, richtig fett und saftig. Der wird im Kochtopf brodeln. Tja, ich glaube, das war's, alter Freund. Jetzt kommt dein Auftritt. Das Wasser brodelt schon. Schnell, wirf ihn rein. Komm schon, wirf ihn rein. Okay. Na los doch, Homi, rein mit ihm in den Kochtopf. Aber Marge, sieh dir den kleinen Kerl doch an. Er sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Auferfluch. Merkst du es, Marge? Er liebt dich. Und nun kommen wir zum Hauptgang. Gedünstete Maine-Kohlköpfe. Entschuldige, wenn ich frage, aber wo bleibt mein verdammter Hunger? Wir verspeisen unseren Zwicky nicht, er gehört zur Familie. So, Achtung. Zwicky, ich hab dir ein Risotto gekocht. Dad. Sag mal, soll das ein Witz sein? Hast du ein Problem? Vegetarier essen auch keinen Hummer. Das nicht, aber ich mag den Geruch. Ob Hummer oder nicht, es ist für uns trotzdem ein Festessen. Tada, tada, tada. Lisa hat ihren Rekord gebrochen um 2 Zusatzplusnoten. Mom, sag mal, wo hast du das her? Es ist mir in die Hände gefallen beim täglichen Saubermachen. Ich habe übrigens die Scharniere deines Tagebuchs geölt. Bist du jetzt auch stolz auf deine große Schwester, Mr. Zwicky? Jetzt habe ich jetzt... Nur die Ruhe, mein Guter, du wirst nicht gekocht. Wir machen nur einen gemütlichen Strandausflug. Sieh nur, eine kleine Spielgefährtin für dich. Hey! Lass dir das doch von so einem Furzkrebs nicht gefallen. Was ist los mit dir? Arr, das ist nicht seine Schuld. Er ist ein Feigling. Irgendjemand hat ihn wohl verhätschelt. Sehen Sie mich nicht so an. Ich hatte vor, ihn zu essen. Entschuldigung, normalerweise steckt die Mutter dahinter. Wissen Sie, ich leite eine kleine Akademie für Hummer wie diesen in liebevoller Atmosphäre. Tägliche Hausarbeit gehört hier doch dazu. Nein, wir denken nicht dran, unseren Hummer in so ein versnobtes Internat zu stecken. Arr, das ist verständlich. Es ist schwer, jemanden gehen zu lassen. Dann hätte ich noch eine Frage. Haben Sie zufällig ein bisschen Kleingeld? Hä? Ein F, eine 6. Das ist die Note, die ich in Wirklichkeit verdient habe. Wer hat die matschigen Abdrücke auf dem sauberen Fußboden hinterlassen? Entschuldige, Zwicky hat sich schmutzig gemacht, als er im Garten Vögel gejagt hat. Aber keine Sorge, ich habe ihn in ein schönes, heißes Bad gesteckt. Hey, was riecht denn hier so gut? Tja, Zwicky? Zwicky? Oh, Zwicky! Oh! Oh Mann, ist das gut. Gib mir doch mal die Butter. Sag mal, willst du den etwa ganz allein verputzen? Zwicky hätte es ganz bestimmt auch so gewollt. Mein allerliebster Zwicky. Wo du jetzt bist, hast du ganz sicher keine Schmerzen mehr. Oh Gott, ist das köstlich. Ich wünschte, Zwicky wäre hier, um das mitzuerleben. Ach, Zwicky.